Ja, herzlich willkommen zum ersten Webinar des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder. Das Webinar ist eine neue Form, wo Wissen vermittelt wird, und ich freue mich, dass ich Ihnen das heute auch präsentieren darf und das durchmoderieren darf. Mein Name ist Heimo Rollet, ich bin Immobilienjournalist und ich darf unseren Studiogast begrüßen, Herrn Magister Bernhard Woschnack von Stingl Top Audit, einer Steuerberatungskanzlei. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Hallo. Dankeschön, grüß Gott. Und ich darf Ihnen noch ein bisschen was erklären zu dem Webinar. Es ist eben das erste dieser Reihe. Der Fachverband hat sich dazu entschlossen, hier eine Möglichkeit zu schaffen, Ihnen immer aktuell und sehr schnell, egal wo Sie sind, in welchem Bundesland oder auf welchem Rechner Sie sitzen, aktuelle Informationen zu vermitteln mit einem Experten und auch auf Ihre Fragen direkt einzugehen. Sie haben auf Ihrem Bildschirm ein Fenster, wo Sie die Präsentationsfolien sehen, auf dem anderen Schirm sehen Sie uns, und unten ist eine Möglichkeit, die Fragen einzugeben, und wir bekommen sie dann. Der erste Teil, die halbe Stunde, wird ein Vortrag eben sein, und dann werden wir die Fragen von Ihnen beantworten. Das Ganze ist dann auch downloadbar als YouTube-Film, und Sie können das dann unter der Webseite www.immowebinar.at auch mit den Unterlagen und den beantworteten Fragen downloaden. Ja, das so viel zum Ablauf. Ich freue mich sehr, einen ausgewiesenen Experten hier zu haben, und darf Sie bitten, uns abzudaten, was es denn Neues gibt und worauf wir in der alltäglichen Arbeit achten müssen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Webinar. Im Bereich der Besteuerung von Immobilien hat sich im letzten Jahr, also genau gesagt von 31.12. auf 1. Jänner, tatsächlich einiges getan. Das kann man im Wesentlichen zusammenfassen. Vermieten wird teurer, verkaufen wird teurer, vererben und verschenken wird auch teurer. Wie hat man das angestellt? Im Bereich der Einkommensteuer hat man im Wesentlichen die Abschreibung von Gebäuden verringert und andererseits auch Sanierungsaufwendungen von Immobilien auf einen längeren Zeitraum verteilen lassen. Im Bereich der Eigentumsübertragung von Immobilien, wenn wir uns den entgeltlichen Bereich anschauen, wurde die Immobilienertragsteuer angehoben auf 30% und ist der Inflationsabschlag weggefallen und kommt dadurch zu einer höheren Besteuerung im Fall des Verkaufs. Und im Bereich der Grunderwerbsteuer wurde insbesondere bei der unentgeltlichen Eigentumsübertragung auch einerseits der Steuersatz angepasst und die Bemessungsgrundlage auch angehoben, nämlich vom Einheitswert auf den Grundstückswert. Schauen wir uns mal zuerst an, welche Änderungen es bei der Abschreibung von Gebäuden gibt. Wenn man sich die Abschreibung vorstellt, gibt es Anschaffungskosten einer Immobilie, die aufzuteilen sind einerseits auf den Grund und Boden, der nicht abgeschrieben werden kann, und andererseits auf das Gebäude, das steuerlich abgesetzt werden kann. Da gibt es zwei Variablen, nämlich einerseits einmal die Laufzeit dieser Abschreibung, sprich auf welchen Zeitraum ich diesen Anteil des Gebäudes steuerlich geltend machen kann. In diesem Bereich wurde beim Betriebsvermögen, also beispielsweise bei Immobilien, die sich im Vermögen einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung befinden, eingegriffen und wurde dort diese Nutzungsdauer, sprich die Abschreibungsdauer, verlängert in der Regel, und zwar auf 40 Jahre. Das entspricht einer jährlichen Abschreibung von 2,5%. Abweichend davon wurde diese Abschreibungsdauer bei Wohngebäuden auf 67 Jahre und damit 1,5% verlängert. Auf der anderen Seite, im Bereich des Privatvermögens, wurde die Nutzungsdauer zwar gleichgelassen, aber wurde die Bemessungsgrundlage reduziert, weil diese zwei Variablen gibt es, die Bemessungsgrundlage und die Dauer, auf die ich diese abschreiben kann. Und war es bis jetzt im Bereich des Privatvermögens üblich, 80% der Anschaffungskosten auf das Gebäude entfallen zu lassen und nur 20% auf den Grund und Boden, und die 80% Gebäudeanteil, die konnten dann eben steuerlich geltend gemacht, abgeschrieben werden. In diesem Bereich ist dann der Eingriff jetzt erfolgt mit 1. Jänner 2016 und wurde dieser Grundanteil angehoben nach dem gesetzlichen Entwurf oder nach dem Gesetz von 20% auf 40%. Okay. Wurde aber in einer Grundanteilverordnung, die derzeit nur in einem Entwurf verfügbar ist, diese gesetzliche Regelung etwas hintergangen, könnte man fast sagen, oder vergünstigt. Nämlich wurde gesagt, dass in Abhängigkeit von der Lage es 20, 30 oder 40% Grundanteil geben kann.
meine jetzigen Ausführungen zur Grundanteilverordnung bitte noch mit Vorsicht zu genießen, da diese noch im Entwurf existiert und noch nicht endgültig beschlossen worden ist. Im Entwurf schaut es jedoch so aus, dass ich einerseits differenzieren muss große Gemeinden und kleine Gemeinden, das heißt Gemeinden unter 100.000 Einwohner und Gemeinden ab 100.000 Einwohner und zweitens teure Gebiete, das heißt dort, wo der Preis für baureifes Land unter 400 Euro pro Quadratmeter liegt und welche, wo der Grundstückspreis darüber liegt. In Gebieten mit wenigen Einwohnern, also in kleinen Gemeinden mit geringem Grundstückspreis, also unter 400 Euro pro Quadratmeter, soll grundsätzlich der Grundanteil weiterhin bei 20% bestehen bleiben, während in Gemeinden, wo ich entweder mehr als 100.000 Einwohner habe oder der Grundstückspreis für Bauland über 400 Euro pro Quadratmeter ist, dort soll der Grundanteil angehoben werden. Und zwar wird in diesen Bereichen differenziert in große und kleine Gebäude noch. Was ist der Gedanke? Naja, in Gemeinden mit mehr Einwohnern ist mehr Nachfrage, wird der Grundstückspreis generell steigen oder wird sozusagen deswegen auch der Wert von Grundstücken höher sein und ist deswegen ein höherer Grundanteil anzusetzen. Und dieser höhere Grundstückspreis verteilt sich bei kleineren Gebäuden auf weniger Wohnungen, das heißt, ich habe einen höheren Grundanteil, und bei größeren Gebäuden verteilt sich es besser und ich habe deswegen einen geringeren Grundanteil. Und so sieht diese Verordnung vor, dass in Gebäuden mit maximal 10 Wohneinheiten, also in relativ gering bebauten Gebieten, der Grundanteil 40% sein soll, während in Gebäuden mit mehr als 10 Wohneinheiten der Grundanteil mit 30% angesetzt werden soll. Darunter kann man sich jetzt noch nicht allzu viel vorstellen. Ich habe mir deswegen die Mühe gemacht, anhand vom Immobilienpreisspiegel und sozusagen der aktuellen Einwohnerzahl der verschiedenen Städte das Ganze mal geografisch ein bisschen abzustecken, wo diese Grundanteilverordnung jetzt greifen wird und welche Gemeinden betroffen sein werden. Und sieht man relativ schnell, dass Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern in Österreich genau 5 Stück existieren, nämlich die Städte Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck und Linz. Klagenfurt ist genau an der Kippe mit ca. 97.500 Einwohnern. Diese Gemeinden sind jedenfalls betroffen, weil über 100.000 Einwohner. Und abgesehen oder zusätzlich zu diesen Gemeinden gibt es noch gewisse Gebiete, die nach dem Immobilienpreisspiegel 2015 von der Kammer einen Baulandpreis von über 400 Euro pro Quadratmeter haben. Das sind 15 Gebiete, im Wesentlichen kann man sagen Speckgürtel rund um Wien, Salzburg, Innsbruck mit einigen speziell teuren Gegenden noch halt rund um Kitzbühel oder in Vorarlberg in der Gegend. Kann man jetzt davon ausgehen, dass jene Gebiete, die nicht hier auf dieser Folie dargestellt sind, hinsichtlich der Abschreibungen, dass es da gleich bleibt und dass sich nichts verändert? In der Regel kann man das wohl sagen. Man muss aber darauf Bedacht nehmen, dass die Verordnung auch vorsieht, dass die Anwendung dieser Grundanteilsverordnung dann nicht zulässig ist, wenn die tatsächlichen Verhältnisse erheblich von den pauschalen Ansätzen abweichen. Was meint man damit? Seegrundstücke, nicht? Also wenn ich dort besonders werthaltige Grundstücke in besonders exponierter Lage habe, wo offensichtlich ist, dass diese Werte nicht mit den Durchschnittspreisen in irgendeiner Übereinstimmung liegen, dann ist die Anteilsverordnung nicht anwendbar. Ich habe jetzt auch ein Beispiel vorbereitet, dass man sich vorstellen kann, wie diese Umrechnung der AFA erfolgen kann, weil das Dramatische ist, dass diese Änderungen, die die AFA betreffen, nicht nur für künftig angeschaffte Immobilien zur Anwendung zu kommen haben, sondern auch für bereits angeschaffte. Das heißt, dass ein Eingriff in die bestehende, laufende Abschreibung von Immobilien erfolgt. In dem vorliegenden Beispiel, das Sie auf der Folie sehen, haben wir den Kaufpreis um die Anschaffungsnebenkosten erhöht und haben dann gesamte Anschaffungskosten von etwas über 1,6 Millionen Euro. Und im Jahr 2014 durfte noch ein Grundanteil von 20% ausgeschieden werden und mit 80% der Anschaffungskosten auf das Gebäude entfallen. Mhm. Und die wurden eben in der Regel dann über 67 Jahre, also mit 1,5% pro Jahr abgeschrieben. Und das hat eine Abschreibung pro Jahr von 19.500 Euro ergeben. Was ändert sich jetzt durch diesen Eingriff in die Abschreibung? Man nimmt die ursprünglichen Gebäude, also den ursprünglichen Anteil der Anschaffungskosten, der auf das Gebäude entfallen ist, her, zieht von dem die bereits geltend gemachten Abschreibungen ab und kommt so auf einen Adressbuchwert
für diesen Gebäudeanteil. Und der ist dann in der Folge zu reduzieren, eben von 80 auf 70 oder 60%. Hier in dem Beispiel handelt es sich offensichtlich um ein kleines Gebäude mit maximal 10 Einheiten. Deswegen eine Reduktion von 80% Grundanteil auf 60% Grundanteil, was einer Kürzung um 25% entspricht. Genau die ist eben mit 1. Januar 2016 vorzunehmen und ist dann in der Folge dieser verbleibende gekürzte Restbuchwert auf die restliche Nutzungsdauer der Immobilie zu verteilen. Und sieht man, dass da nur 14.550 Euro rauskommen, also etwa 5.000 Euro weniger Abschreibung pro Jahr, was bei einem Grenzsteuersatz von 50% einer Mehrbelastung von 2.500 Euro pro Jahr für diesen Immobilieneigentümer entspricht. Die zweite Änderung, die im Bereich der Einkommensteuer vorgenommen wurde, ist, dass Sanierungsaufwendungen auf einen längeren Zeitraum verteilt werden müssen. Da vielleicht nur in ganz kurzen Worten: Herstellungsaufwand bedeutet, ich habe eine Neuherstellung von etwas, das es bis jetzt nicht gegeben hat. Und Instandsetzungsaufwand ist ein Austausch mit einer zugleich erfolgenden wesentlichen Verbesserung von Teilen einer Immobilie. Und der Instandhaltungsaufwand lässt sich vereinfachend gesagt als eine Reparatur ohne wesentliche Verbesserung beschreiben. Bei den Herstellungsaufwendungen hat es keinen Eingriff gegeben in die Abschreibung, also weder im Bereich von Betriebsvermögen noch im Bereich von Privatvermögen. Beim Instandsetzungsaufwand, also bei Austausch von bestehenden Dingen, die zugleich verbessert werden, ist der Zeitraum bei Wohngebäuden sowohl im Betriebsvermögen als auch im Privatvermögen von 10 auf 15 Jahre verlängert worden. Und auch im Bereich von Instandhaltungsaufwendungen, die generell sofort abzugsfähig sind, gibt es einen Antrag, die auch auf einen längeren Zeitraum freiwillig zu verteilen, wenn ich beispielsweise den Ausweis von Verlusten oder Werbungskostenüberschüssen vermeiden möchte. Und auch der Zeitraum ist von 10 auf 15 Jahre verlängert worden. Wichtig ist, dass auch hier ein Eingriff in die laufenden Abschreibungen erfolgt, damit es aber nicht so einfach ist, nur bei den Instandsetzungen. Dort wird auch sozusagen werden laufende Zehntel auf Fünfzehntel verlängert, nicht hingegen bei den Instandhaltungszehnteln, die dürfen weiterhin als Zehntel weitergeführt werden. Also okay. Auch da wurde dann noch etwas differenziert, was bei einigen Verwaltungen durchaus vielleicht zu Problemen führen kann, wenn in der Vergangenheit diese Zehntelabsetzungen nicht so genau differenziert wurden. Auch da habe ich ein Beispiel vorbereitet. Ein Steuerbeiblatt des Jahres 2015. Wir nehmen an, ein Zinshaus mit einem Hauptmietzins von 60.000 Euro pro Jahr. Abschreibung habe ich gleich das gleiche Beispiel von vorher wieder herangezogen, 19.500 Euro im Jahr 2015. Im Jahr der Anschaffung 2014 wurden 26.000 Euro als Instandsetzungsaufwand freiwillig auf 10 Jahre verteilt. Und im laufenden Jahr 2015 hat es eine größere Sanierung gegeben. Da wurde beispielsweise das Dach ausgetauscht gegen ein neues, Kostenpunkt 200.000 Euro. Und auch dieser Aufwand wurde als Instandsetzungsaufwand auf 10 Jahre verteilt. Und dann hat es noch laufende Instandhaltungsaufwendungen gegeben, sonstige Werbungskosten jeweils also 10.000 und 5.000 Euro. Und dann wurden, um keinen Verlust auszuweisen, Instandhaltungsaufwendungen, also Reparaturen ohne wesentliche Verbesserungen in Höhe von 20.000 Euro, auch auf 10 Jahre verteilt. Und wir haben einen Einnahmenüberschuss von 900 Euro. Das ist ein klassisches Bild, wie es die meisten Verwalter kennen werden. Im Jahr 2016 habe ich jetzt die gleichen Zahlen wie 2015 wieder herangenommen. Also wir nehmen an, es hat sich nichts von 2015 auf 2016 verändert. Mhm. Wir haben unverändert gleich hohe Einnahmen. Sie sehen auch eine Spalte 2015 neben einer Spalte 2016. Instandhaltungsaufwendungen und die sonstigen Werbungskosten sind auch in unveränderter Höhe gleich geblieben. Und ich habe jetzt nur die Änderungen, die sich aufgrund der Steuerreform 2015 ergeben, nämlich Änderung der Abschreibung und Änderung der Sanierungsaufwendungen eingearbeitet. Wir sehen zuerst einmal die Verringerung der Abschreibung von 19.500 auf 14.550 Euro, wie wir sie vorher gemeinsam errechnet haben, und müssen jetzt in einem zweiten Schritt diese Instandsetzungsaufwendungen aus 2014 umrechnen. Und da sage ich auch, zwei Jahre wurden bereits abgeschrieben, nämlich 14 und 15, zwei Zehntel. Und die restlichen 8 Zehntel, also 80%, sind jetzt auf die verbleibenden 13 Jahre umzuverteilen, also auf einen längeren Zeitraum. Und reduziert sich dadurch der jährliche Betrag von 2.600 Euro auf 1.600 Euro. Und gleich gehen wir auch vor bei unserer Dachsanierung von diesen 200.000 Euro.
Da ist aber natürlich erst ein Zehntel 2015 abgesetzt worden und die verbleibenden 90% werden dann auf 14 Jahre verteilt, um in Summe wieder auf die 15 Jahre zu kommen. Und das wirkt sich natürlich relativ dramatisch aus, weil der jährliche Absetzbetrag von 20.000 auf etwas unter 13.000 Euro herunterrutscht. Wie vorher schon gesagt, bei den Instandhaltungsaufwendungen kommt es zu keinen Eingriffen. Im Ergebnis sehen wir aber, dass bei gleichbleibenden Einnahmen, gleichbleibenden laufenden Instandhaltungen und sonstigen Werbungskosten das steuerliche Ergebnis dieser Immobilie von ca. 900 Euro auf ca. 13.900 Euro ansteigt, also um etwa 13.000 Euro höheres steuerliches Ergebnis, ohne dass es sozusagen Veränderungen der Bewirtschaftung gegeben hat, führt das jetzt bei einer Steuerbelastung von 50% zu 6.500 Euro mehr an Steuern im Vergleich zum Vorjahr, die nur aus der Steuerreform 2015 resultieren. Was würden Sie sagen, was ist jetzt schlimmer, was ist schmerzhafter? Die Änderungen bei den Absetzungen oder die Ausdehnung der Laufzeit für Sanierungsmaßnahmen? Jedenfalls die Änderungen bei der Absetzung für Abnutzung, bei der Abschreibung, weil bei der Umverteilung von Sanierungsaufwendungen von 10 auf 15 Jahre geht in Wirklichkeit nichts verloren. Ich habe nur einen Zinsnachteil, weil das, was ich in den Jahren 1 bis 10 nicht abschreiben kann und was ich jetzt sozusagen an weniger Aufwand habe, kann ich in den Jahren 11 bis 15 nachholen. Das heißt, der Aufwand, den ich steuerlich geltend machen kann, bleibt in Summe gleich hoch. Es ändert sich im Wesentlichen nur der Umstand, dass ich es früher versteuern muss und dass ich später dann wieder ein entsprechend geringeres steuerliches Ergebnis habe. Wenn ich mir jetzt hingegen die Änderungen bei der laufenden Abschreibung von Immobilien anschaue, wird dort der Anteil des abschreibbaren Gebäudes reduziert und der Anteil des nicht abschreibbaren Grund und Bodens erhöht und habe ich damit letztlich einen endgültigen Verlust, weil in der laufenden Besteuerung der Immobilie bis zur gänzlichen Abschreibung des Gebäudes diese Beträge für immer verloren sind. Das heißt, ich habe bei den Instandsetzungen einen Zinsnachteil. Wenn ich mir hingegen anschaue, die Umrechnung der Abschreibung, sehe ich, dass ca. 315.000 Euro, die hier umgebucht werden vom Gebäudeanteil auf den Grundanteil, überhaupt nicht mehr abgeschrieben werden können und damit zu einer endgültigen Steuermehrbelastung von über 150.000 Euro bei Grenzsteuersatz 50% führen würden. Das heißt, das eine ist relativ zu sehen, das andere ist relativ oder absolut. Das ist relativ absolut. Genau. Gut. Ja. Das wären sozusagen meine Ausführungen zur laufenden Besteuerung von Immobilien. Also der Grund, warum ich gesagt habe, vermieten wird teurer. Wir sehen, ohne Änderungen kommt es zu einer Steuermehrbelastung dieser einen Immobilie von 6.500 Euro in diesem Jahr alleine. Zweiter Themenbereich ist der Umstand, dass auch das Verkaufen von Immobilien teurer wird, wie ich vorher schon ausgeführt habe. Das heißt, es ist im Bereich der Immobilienertragssteuer zu Änderungen gekommen. Da wurde einerseits der Steuersatz angehoben, und zwar von 25 auf 30%, was sozusagen persönlich für Immobilieneigentümer unangenehm sein kann, weil der Steuersatz höher ist, was aber auch von der Struktur des Gesetzes her leider nicht besonders glücklich ist. Da bis jetzt hat man 25% Immoest gehabt beim Verkaufsfall von Immobilien. Man hat gehabt 25% Kapitalertragssteuer beim Verkauf von, nehmen wir an, Immobilienaktien. Seit dem 1. Januar 2016 wurde die Immoest auf 30% angehoben von 25%. Im Bereich der Kapitalertragssteuer hat es auch Anhebungen gegeben, aber von 25 auf 27,5% mit gewissen Ausnahmen, wo weiterhin 25% Steuersatz bleibt. Das heißt, die Besteuerung des Verkaufs einer Immobilienaktie ist mit 27,5% geringer als der Verkauf einer Immobilie, der mit 30% besteuert wird. Und dieser Gleichklang von Spekulationseinkünften, unabhängig, ob jetzt verbrieft in Form irgendwelcher Aktien oder von Direct Investments in Form konkreter Immobilien, ist jetzt nicht mehr gleich besteuert, sondern wird jetzt mit unterschiedlichen Steuersätzen besteuert. Zweitens wurde beim Neuvermögen, wir erinnern uns, Neuvermögen sind Immobilien, die entweder ab dem 1.4.2002 oder in Spezialfällen ab dem 1.4.1997 angeschafft worden ist. Also alles das, was vor 97 angeschafft worden ist, ist jedenfalls Altvermögen. In vielen Fällen auch Immobilien, die vor 2002, vor dem 1.4. angeschafft worden sind. Bei Immobilien, die
nach diesem Datum angeschafft worden sind, liegt Neuvermögen vor, das höher besteuert wird, wo eine pauschale Besteuerung nicht möglich ist. Und dort wurde neben der Erhöhung dieser IMO-Est auch noch ein Inflationsabschlag abgeschafft, der erst mit 1.4.2012, also mit Einführung der IMO-Est, eingeführt wurde. Der ist jetzt weg, ohne auf den näher eingehen zu wollen. Versuche ich aber jetzt grafisch darzustellen, was das Ganze bewirkt. Wenn wir eine Immobilie verkaufen, müssen wir als Bemessungsgrundlage einerseits mal den Veräußerungserlös annehmen, und ich gehe davon aus, dass der Veräußerungserlös bei einem Verkauf in aller Regel dem Verkehrswert entsprechen wird. Das heißt, ich habe mal den Verkehrswert als Veräußerungserlös einerseits, und auf der anderen Seite darf ich von diesem abziehen, um zum Spekulationsgewinn zu kommen, den Restbuchwert einer Immobilie. Das bedeutet, meine Anschaffungskosten abzüglich bereits geltend gemachter Abschreibungen. Also ich kaufe eine Immobilie um 1 Million Euro, schreibe jedes Jahr 10.000 Euro ab, dann verringern diese 10.000 Euro Abschreibung pro Jahr meinen Restbuchwert. Und der Spekulationsgewinn einer Immobilie wird dann in der Folge als die Differenz zwischen dem Verkehrswert oder Veräußerungserlös einerseits und dem Restbuchwert der Immobilie andererseits ermittelt. Verstehe ich das richtig? Heißt das, dass dann die Immobilienertragssteuer bei Neuvermögen eigentlich die Wertsteigerung, die durch die Inflation zustande kommt, und die geltend gemachte Abschreibung besteuert? Im Wesentlichen stimmt das, ja. Weil wenn man sich die Wertentwicklung von Immobilien anschaut oder überlegt, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass in vielen Fällen jetzt keine großartigen Eingriffe erfolgen, läuft es von der Systematik her ja so ab, dass Mietverträge in der Regel mit dem Verbraucherpreisindex indexiert werden dürfen, inflationsangepasst. Das heißt, eine stattfindende Inflation führt zu inflationsangepassten Mietzinsen. Das heißt, die Mieten steigen mit der Inflation, aber natürlich immer zeitversetzt mit. Und diese steigenden Einnahmen führen in der Folge zu einer Wertsteigerung der Immobilie, die natürlich nicht reell ist, sondern in Wirklichkeit nur nominell. Das heißt, ich habe in Wirklichkeit einen inflationsangepassten Verkehrswert, außer ich habe wirklich eine Entwicklung einer Immobilie, wo auch technische Maßnahmen oder Umstrukturierungen des Gebäudes erfolgen. Dies auf der einen Seite, und auf der anderen Seite führt genau die Abschreibung eben zu einer Verringerung des Restbuchwertes, und diese Differenz, die sich ergibt, sprich der Spekulationsgewinn, ist in Wirklichkeit die Summe aus geltend gemachten Abschreibungen einerseits und aus der inflationsbedingten Wertsteigerung der Immobilie andererseits. Das heißt, auf den Punkt gebracht könnte man eigentlich auch sagen, nicht nur, dass die IMO-Est eine Abschreibung nachversteuert und eine inflationsbedingte Wertsteigerung besteuert, könnte man auf den Punkt gebracht sagen, dass auch die laufende Abschreibung, die wir vorher uns überlegt haben von Immobilien, letztlich nur ein Zinsgewinn ist. Weil alles das, was ich laufend bei der Abschreibung von Immobilien oder bei der laufenden Veranlagung von Immobilien an Abschreibungen absetzen kann, muss ich im Falle der Veräußerung der Immobilie bei Neuvermögen nachversteuern, weil das Teil meiner Spekulationseinkünfte darstellt. Das heißt, jetzt habe ich 10.000 Euro Abschreibung, die meinen Gewinn verringern. Im Verkaufsfall muss ich dieselben 10.000 Euro nachversteuern. Also letztlich auf den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie betrachtet, ist die Abschreibung durch diesen Entfall des Inflationsabschlages lediglich ein Zinsvorteil. Okay, verstehe. Wichtig ist bitte, dass man sich das Bild einprägt, wie der Spekulationsgewinn beim Neuvermögen ausschaut. Also der läuft in Wirklichkeit wie eine Schere auseinander durch den sinkenden Restbuchwert und den hoffentlich inflationsbedingt steigenden Verkehrswert. Im Vergleich dazu, was hat sich beim Altvermögen getan? Altvermögen sind, wie gesagt, die Immobilien, die vor dem 1.4.2002 oder in manchen Fällen vor dem 1.4.1997 angeschafft worden sind. Auch dort wurde die IMO-Est, nämlich der Steuersatz, von 25% auf 30% erhöht. Da hat es keine Änderungen gegeben im Vergleich zum Neuvermögen. Auch die anderen Dinge sind gleich belassen. Das heißt, es gibt eine Pauschale für Anschaffungskosten, die ich ansetzen darf, in Höhe von 86%. Und die Differenz ist dann mein Gewinn. Das heißt, wenn ich eine Immobilie habe, die als Altvermögen dargestellt ist und die einen Verkehrswert von 1 Million Euro hat, also einen Verkaufserlös von 1 Million Euro, darf ich pauschale Anschaffungskosten ansetzen in Höhe von 86%, also 860.000 Euro.
und die restlichen 14% bilden meinen Gewinn aus der Veräußerung dieser Immobilie. Und dieser Gewinn ist dann mit 30% zu besteuern. Das heißt, vereinfachend gesagt kann man sagen, dass die Belastung von Altvermögen mindestens 4,2% beträgt. Wie komme ich darauf? 14% Gewinn mal 30% Steuersatz bedeutet eine Steuerlast von 4,2%. Wenn man jetzt die sozusagen Entwicklung der Spekulationsgewinne bei Altvermögen und bei Neuvermögen vergleichen möchte, sieht man, dass sie beim Altvermögen in Wirklichkeit parallel läuft. Das heißt, mein Spekulationsgewinn ist eine Parallele zur Entwicklung des Verkehrswertes, weil ja die Anschaffungskosten pauschal 86% meines Veräußerungserlöses betragen. Das heißt, mein Gewinn entwickelt sich sozusagen im gleichen Ausmaß, wie sich der Veräußerungserlös oder der Verkehrswert entwickelt. Und das ist das, worauf ich hinweisen wollte. Wenn man jetzt die Wahl hat, Altvermögen oder Neuvermögen zu verkaufen, ist natürlich die Steuerbelastung beim Neuvermögen deutlich höher. Wir erinnern uns, dass eben der Spekulationsgewinn sich wie eine Schere auseinanderentwickelt über die Jahre und damit immer größer wird und die Steuerbelastung eine höhere ist. Auf der anderen Seite beim Altvermögen auch die Chance besteht, künftige Wertsteigerungen, also die Wertsteigerung von heute bis in 10 Jahren beispielsweise, zu 86% steuerfrei zu belassen, weil eben meine Anschaffungskosten immer 86% des Veräußerungserlöses oder des Verkehrswertes betragen werden. Und wenn der Verkehrswert heute 1 Million Euro ist, sind 86%. Wenn der Verkehrswert in 10 Jahren 2 Millionen Euro sein sollte, ist es auch 86%. Und habe ich deswegen eine parallele Entwicklung und keine Scherenentwicklung. Mhm. So viel zur Veräußerung von Immobilien. Zu guter Letzt noch Änderungen der Grunderwerbsteuer. Hier habe ich voran erwähnt, dass auch das Vererben und Verschenken von Immobilien seit dem 1. Januar 2016 deutlich teurer geworden ist. Dies einerseits dadurch, dass die Bemessungsgrundlage erhöht worden ist. Wir erinnern uns an die guten alten Zeiten, wo bei unentgeltlichen Eigentumsübertragungen, also sowohl bei Erbschaften als auch bei Schenkungen, die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer der dreifache Einheitswert war, also ein relativ geringer Betrag. Und dieser Einheitswert wurde mit 1. Januar durch den Grundstückswert ersetzt. Dieser Grundstückswert ist gesetzlich, möchte ich fast sagen, nicht näher oder nicht allzu klar definiert und wurde deswegen eine Grundstückswertverordnung erlassen vom Bundeskanzler gemeinsam mit dem Finanzminister, wo gewisse Kriterien klargestellt wurden, nach denen dieser Grundstückswert ermittelt werden soll. Wichtig ist, dass der Verkehrswert einer Immobilie mit dem Grundstückswert in keinem unmittelbaren Verhältnis steht und auch Anfragen an das Finanzministerium, die darauf lauten, dass bei manchen bestimmten Immobilien der Grundstückswert in einem sehr abweichenden Verhältnis zum Verkehrswert der Immobilie liegen kann, dahingehend beantwortet werden, dass der Verwaltungsgerichtshof gesagt hat, der Einheitswert sei keine passende Besteuerungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer. Es muss nicht jedenfalls der Verkehrswert sein. Also es wurde bewusst ein neuer Wert geschaffen, eine neue Bemessungsgrundlage, der Grundstückswert, der nicht unmittelbar vom Verkehrswert abhängig ist und der seit dem 1. Januar 2016 für die Besteuerung von unentgeltlichen Eigentumsübertragungen im Wesentlichen heranzuziehen ist. Da wird es auch noch vermutlich einige Klarstellungen geben müssen, wie jetzt wirklich der Grundstückswert zu ermitteln ist. Darüber könnte man alleine wahrscheinlich stundenlang diskutieren. Der zweite Eingriff, den es gegeben hat bei der Grunderwerbsteuer mit dem 1. Januar 2016, ist, dass auch der Steuersatz bei unentgeltlichen Eigentumsübertragungen angehoben wurde, weil entgeltlich war im Wesentlichen Veräußerungserlös 3,5%, unentgeltlich dreifacher Einheitswert und 2%. Jetzt haben wir auch bei der unentgeltlichen Eigentumsübertragung, also beim Vererben oder Verschenken generell 3,5% Besteuerung und gibt es nur eine Progressionsbegünstigung unter Anführungszeichen für die ersten 400.000 Euro. Das heißt, verschenke ich eine Immobilie mit einem Grundstückswert von 1 Million Euro, fällt ab dem 400.000 Euro 3,5% Grunderwerbsteuer an. Nur für die ersten 400.000 Euro gibt es eine Begünstigung. Und zwar schaut die folgendermaßen aus. Für die ersten 250.000 Euro beträgt die Steuer abweichend nur 0,5%.
für die nächsten 150.000 Euro, also von 250 bis 400.000 Euro, 2% statt 3,5%. Und das entspricht, wenn man es durchrechnen möchte, einer maximalen Begünstigung von 9.750 Euro. Wie kommt man auf den Betrag? Naja, 3,5% abzüglich einem halben Prozent, also Differenz, die Begünstigung sind 3% für die ersten 250.000, wenn ich mir das ausrechne, 7.500 Euro plus 1,5% von der nächsten 150.000 Euro in Summe sind 9.750. Das heißt, man kann sagen, bei höherwertigen Immobilien wird auch die Grunderwerbsteuer 3,5% vom Grundstückswert betragen und ich kann von dem Betrag im Wesentlichen Maximalfall 9.750 Euro Begünstigung abziehen. Ja, damit wäre ich auch schon am Ende des Steuerupdates 2016 und stehe gerne natürlich für Fragen zur Verfügung. Bin schon gespannt, was im Webinar von den Teilnehmern hereingekommen ist. Vielen Dank, Herr Magister Woschnack. Wir bekommen jetzt die ersten Publikumsfragen hereingespielt. Es gibt eine Frage zur Abschreibung. Gibt es eine Möglichkeit, dem Finanzamt den Grundanteil und damit die Abschreibung eines Gebäudes mittels eines Gutachtens nachzuweisen? Ja, diese Möglichkeit gibt es. Das heißt, man kann, wenn man nicht mit dem Ergebnis aus der Grundanteilverordnung zufrieden ist, auch ein Gutachten vorlegen. Ich würde generell folgende Vorgehensweise empfehlen. Wie ich vorher schon gesagt habe, ist die Grundanteilverordnung noch nicht endgültig beschlossen. Das heißt, es handelt sich derzeit noch um einen Entwurf. Scharf geschossen wird erst, wenn der Entwurf sozusagen beschlossen ist. Also vorher würde ich jetzt noch abwarten und Tee trinken. In der Folge schaut man sich dann an, wenn ich in einem Gebiet liege oder wenn die endgültige Grundanteilverordnung für mich zu keiner Veränderung des Status quo führt, werde ich keinen Handlungsbedarf haben. Ja. Nur dann, wenn es zu einer Änderung kommt, werde ich mir überlegen müssen, kann ich etwas tun? Und dann wird da sozusagen die Anfrage an den Gutachter sein. Lässt sich mit einem Gutachten glaubhaft und sinnvoll belegen, dass der Grundanteil meiner Immobilie geringer als 40% ist, vielleicht nur 20%, dann wird die Vorlage eines Gutachtens Sinn machen. In anderen Fällen vermutlich nicht. Es wird diesbezüglich jetzt auch relativ viel diskutiert, für welchen Stichtag dieses Gutachten zutreffend sein soll. Meine persönliche Auffassung ist, dass ein derartiges Gutachten als Stichtag eigentlich den Anschaffungszeitpunkt haben müsste, weil ich kann als Bemessungsgrundlage für die Abschreibung auch nur meine historischen Anschaffungskosten heranziehen und nicht die aktuellen. Also wenn ich eine Immobilie vor 20 Jahren angeschafft habe, den Verkehrswert damals, und kann dann schwer das Wertverhältnis von heute, weil die Immobilie ist im Wert vielleicht verdoppelt und der Grundanteil ist stärker gestiegen als der Gebäudeanteil. Mhm, ja. Das heißt, das sind unterschiedliche Ansätze und kann ich deswegen meines Erachtens noch nur zum damaligen Zeitpunkt ein Gutachten vorlegen, weil ich sonst Äpfel mit Birnen vergleichen würde. Ja, okay, Dankeschön. Wir bekommen diese Fragen, die von Ihnen, den Teilnehmern, eingetippt wurden, hier eingespielt. Wir haben eine Frage zur Grundanteilsverordnung. Der Preis für baureifes Land im Durchschnitt über das gesamte Gemeindegebiet oder angrenzend an das zu betrachtende, ist hier abgekürzt GSD, ich nehme an, Grundstück oder Auswahl von wie vielen Grundstücken. Also die Grundanteilsverordnung Preis für ein baureifes Land. Ja. Im Durchschnitt über das gesamte Gemeindegebiet oder im unmittelbaren Umfeld? Wie wird das gelöst? Es wird grundsätzlich, sieht sozusagen die Verordnung vor, dass man von durchschnittlichen Grundstückspreisen ausgeht. Ja. Ich habe, um zur Ermittlung dieser durchschnittlichen Grundstückspreise, den Immobilienpreisspiegel 2015 herangezogen, weil das meines Erachtens nach die am besten geeignete Quelle ist, die derzeit am Markt verfügbar ist. Sollte es aus speziellen Umständen der Fall sein, dass es eben Immobilienpreisspiegel nur größere Gebiete gibt, die dort dargestellt werden, aber jedem bekannt ist, dass an irgendwelchen speziellen Orten eben die Preise deutlich höher sind als die fraglichen 400 Euro, dann wird eben wieder diese Auffangklausel der Verordnung zu Trage kommen, wo man sagt, dass eben der Umstand, dass bei einem bestimmten Grundstück die tatsächlichen Verhältnisse stark abweichen, eben die Anwendbarkeit der Verordnung widerlegt. Mhm. Okay, danke. Eine weitere Frage. Wie ist bei der Erhöhung des Grundanteils vorzugehen, wenn mir als Verwalter die ursprüngliche Berechnung der Abschreibung nicht vorliegt oder nicht bekannt ist? Gute Frage. Ja, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich zu meiner ursprünglichen Abschreibung gekommen bin und auch nicht die Möglichkeit besteht, die Unterlagen irgendwo aufzufinden,
dann kann man als pauschalen Ansatz in der Art und Weise vorgehen, dass ich sage, ich nehme an, es wurde früher 80-20 berechnet, muss jetzt auf 60-40 oder auf 70-30 und kann dann entweder meine Abschreibung, wenn ich von 80 auf 60 runtergehe, um ein Viertel kürzen oder wenn ich von 80 auf 70 runter muss, einfach um ein Achtel. Das wird in den Fällen die sozusagen Pauschallösung sein, wo ich weder nachvollziehen kann, ob die Abschreibung von einem Einheitswert ist, vom Kaufpreis, von fiktiven Anschaffungskosten, wie viel Grundanteil ausgeschieden worden ist, dann wird man mit diesen Pauschalkürzungen um ein Achtel oder ein Viertel vermutlich einen gangbaren Weg finden. Gut, die nächste Frage schon. Was empfehlen Sie zur Vermeidung hoher Steuernachzahlungen aufgrund der Eingriffe in die laufende Abschreibung und die Instandsetzungsaufwendungen? Also vielleicht nochmal, was empfehlen Sie zur Vermeidung der hohen Steuernachzahlungen? Ja, also wie ich vorher gezeigt habe, ergeben sich hier von 2015 auf 2016 durch die Verringerung der Abschreibung und Verlängerung des Instandsetzungsaufwandes durchaus höhere steuerliche Ergebnisse. Also in meinem Beispiel waren das eben diese 13.000 Euro höheres steuerliches Ergebnis nur aus den Änderungen dieser Steuerreform. Um jetzt nicht überrascht zu werden von derartigen Änderungen, würde ich empfehlen, dass Verwalter oder Steuerberater mit ihren Kunden Kontakt aufnehmen, also auch die Kunden Kontakt zu Verwaltern, zu Steuerberatern suchen und schon eine Vorschau machen. Das heißt, man könnte zum Beispiel im Rahmen eines Herbstgespräches, wie es in Steuerberatungskanzleien durchaus üblich ist, mal das Steuerbeiblatt 2016 vorbereiten, das heißt die geänderte Abschreibung einsetzen, man könnte die geänderten Instandsetzungsaufwendungen einsetzen und von der Hausverwaltung die Zahlen über die ersten drei Quartale mal einholen, wie hoch sind meine Einnahmen, wie hoch sind meine bisher bezahlten Instandhaltungen und sonstigen Werbungskosten, könnte dann diese Beträge hochrechnen in einer Art Vorschaurechnung, dass ich dann Ende des Jahres im Oktober schon weiß, wie schaut es denn bis jetzt ungefähr aus und dann vielleicht noch gezielt als Verwalter mit meinen Klienten Instandhaltungsaufwendungen planen, um eben durch die rechtzeitige Vornahme noch im November oder Dezember und Bezahlung das steuerliche Ergebnis in eine Gegend zu bringen, wo ich es mir wünsche, was einerseits sozusagen für Steuerberater natürlich ein Beratungsfeld bietet und andererseits auch für Hausverwalter, die dadurch einerseits beratend tätig werden können und zufriedene Klienten haben oder auch vielleicht im Idealfall Bauverwaltungshonorar für zusätzliche Leistungen, die sie erbringen, lukrieren können und dadurch eigentlich vielleicht beides der Fall sein kann, dass der Hausverwalter mehr Einnahmen aus zusätzlichen Sanierungen hat und der Klient vielleicht zufrieden ist, dass diese Maßnahmen zeitgerecht durchgeführt worden sind und es zu keiner unnötig hohen Steuerbelastung kommt. Die nächste Frage, Publikumsfrage, ist zur Immobilienertragssteuer eigentlich. Gibt es nach wie vor Befreiungen von selbiger, von der Immobilienertragssteuer? Ja, im Rahmen der Befreiungen ist es zu keinen Änderungen gekommen, jetzt von 2015 auf das Jahr 2016. Das heißt, es gibt nach wie vor Befreiung einerseits für den Hauptwohnsitz, die relativ umfangreich ist. Das heißt, bei der Hauptwohnsitzbefreiung ist sowohl der Gebäude als auch der Grundanteil von Immobilien steuerbefreit und ist es damit möglich, meinen steuerlichen Hauptwohnsitz ohne steuerliche Belastung zu veräußern. Das heißt, ich muss keine Steuer bezahlen. Und die zweite wesentliche Befreiung, die es gibt, ist die Befreiung für selbst erstellte Gebäude, die etwas eingeschränkter ist, weil in dem Bereich nur der Gebäudeanteil steuerfrei belassen wird, nicht jedoch der Grundanteil. Aber in dem Bereich hat es keine Änderungen gegeben von 2015 auf 2016, also diesbezüglich grünes. Ein kleiner Bereich, wo keine Änderungen sind. Alles beim Alten. Gut. Weitere Frage zur Grunderwerbssteuer. Lässt sich sagen, in welchem Verhältnis der Grundstückswert zum Verkehrswert einer Immobilie liegt? Generell kann man das nicht sagen. Ja. Es lässt sich aber aus der Grundstückswertverordnung herauslesen, dass der Grundstückswert einmal generell unter dem Verkehrswert liegen soll. Es gibt dort nämlich unterschiedliche Verfahren, wie ich diesen Grundstückswert berechnen kann. Eines dieser Verfahren ist, dass ich im Jahr 2016 den Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Österreich heranziehe oder ab dem Jahr 2017 von der Statistik Austria einen entsprechenden Immobilienpreisspiegel heranziehe, dort anhand der Quadratmeter mit den Durchschnittspreisen den Verkehrswert meiner Immobilie ermitteln und einen Abschlag von 28,75% abziehen darf. Aus diesem Abschlag lässt sich herauslesen, dass der Wunsch ist, durchaus den Grundstückswert etwas unter dem Verkehrswert anzusetzen, also rund 30%.
Diese Variante, dieses Verfahren wird man nur dann anwenden, wenn ich das andere Verfahren, das es auch noch gibt, eine kompliziertere Berechnung, zu einem günstigeren Ergebnis führt. Das heißt, man kann bei Eigentumswohnungen pauschal oder gefühlt sagen, dass der Grundstückswert in vielen Fällen in etwa ein Drittel unter dem Verkehrswert liegen soll also oder Daumen, wird. Daumen mal Pi. Bei Zinshäusern tut man sich da wesentlich schwerer, weil da diese Pauschalvariante nicht möglich ist. Es gibt nämlich keinen Preisspiegel für Zinshäuser. Das heißt, da kann es nur zu einer Rechnung kommen. Und gerade natürlich bei Zinshäusern ist die Lage ein sehr, sehr ausschlaggebendes Kriterium bei der Wertermittlung, das vielleicht bei der Grundstückswertverordnung nicht so ausschlaggebend in der Berechnung sich niederschlägt. Und deswegen kann man da schlechter pauschale Ansätze sagen. Aber bei Eigentumswohnungen würde man sagen können, circa 2/3 vom Verkehrswert. Okay. Wir haben noch Zeit für ein paar Fragen. Was hat sich bei der Pauschalierung beim Verkauf einer Hausbesorgerwohnung verändert? Verändert hat sich dabei gar nichts. Es hat im Jahr 2013 eine Änderung gegeben, nach der bei Hausbesorgerwohnungen auch ein pauschaler Ansatz erfolgen kann, weil da hat es früher, vielleicht aus der Geschichte nur, die Möglichkeit gegeben, bei geringen Spekulationsgewinnen eine Befreiung zu haben. Die hat es dann die ersten Monate 2012 nicht gegeben, was dann zu sehr, sehr vielen Problemen führen kann, wenn ich eine Wohnungseigentumsgemeinschaft mit 40, 50 Wohnungseigentümern habe und der Parteienvertreter dann 40, 50 IMOS-Berechnungen erstellen muss, wo bei jeder vielleicht dann, ich weiß nicht, 1.000 Euro rauskommt Maximum oder vielleicht auch nur ein paar hundert Euro. Und da ist es so, dass bei Wohnungseigentumsgemeinschaften beim Verkauf der Hausbesorgerwohnung auch pauschal 40% der Anschaffungskosten oder die Anschaffungskosten pauschal mit 40% angesetzt werden dürfen. Dann habe ich 60% Gewinn und der wird halt seit 1. Jänner mit 30% besteuert. Das heißt, die Vorgehensweise, Messungsgrundlage ist gleich, unverändert seit dem Jahr davor. Der Steuersatz hat sich auch unverändert, unter Anführungszeichen, oder sagen wir so wie bei allen anderen Immobilien, halt von 25% auf 30% angehoben. Das heißt, man könnte sagen, der Steuersatz ist wie sonst auch gestiegen, aber die Ermittlung des Spekulationsgewinnes, die ist unverändert geblieben. Okay. Weitere Frage. Da trudeln die Fragen nach der Reihe ein. Sie betrifft den Immobilienpreisspiegel. Er kategorisiert Bezirke und deren durchschnittliche Baulandpreise. Gemeinden in einem Bezirk können daher niedrigere oder höhere Baulandpreise haben, weil es ja nur eine Kategorisierung ist. Wie weise ich diese dann nach, ist die Frage. Naja, die Möglichkeit, anhand von Vergleichspreisen diesen Nachweis zu betreiben, besteht natürlich. Das heißt, auch da wird es sicherlich bei der Bestimmung der Grundanteile zu einem spannenden Thema kommen, weil natürlich, wenn ich sage, ich habe im Immobilienpreisspiegel nur relativ große Gebiete drinnen und ich bin jetzt in Bezirken mit sehr, sehr hohen Grundstückspreisen, ist es nicht auszuschließen, dass sich das auch bei der Finanz durchspricht und dann eben verstärkt dort geprüft wird, ob die Grundanteile eben auf 30% oder 40% angehoben wurden oder nicht. Der Steuerberater wird es in vielen Fällen vielleicht nicht wissen können, wird dann entweder den Eigentümer oder einen Gutachter bitten müssen oder auf sonstige Art und Weise versuchen, Vergleichspreise heranzuziehen. Aber es ist im Gesetz, in der Grundanteilverordnung nicht vorgesehen, sich nur auf die Gebiete, die im Immobilienpreisspiegel angeführt sind, zu beziehen, sondern es ist durchaus auf geringere Einheiten abzustellen. Okay. Weitere Frage ist, was ist der gemeine Wert und wie errechnet sich dieser? Der gemeine Wert ist im Wesentlichen der Verkehrswert der Immobilie oder ein abgeleiteter Wert. Also wenn ich jetzt vom gemeinen Wert in meinem Vortrag gesprochen habe, dann habe ich in der Regel den Verkehrswert oder den Veräußerungserlös gemeint. Okay, gut. Weitere Fragen von Ihnen? Die sind ja sehr, sehr rege. Momentan gibt es noch, oder gibt es jetzt einmal keine mehr. Sie können immer noch von Fragen eintragen, beziehungsweise auch Anmerkungen machen. Wir wünschen uns auch in diesem Feld, wenn Sie wollen, dass Sie da Feedback geben, uns, wie man das Webinar verbessern kann, damit es noch mehr Hilfestellung für Ihren persönlichen Arbeitsalltag ist. Herr Magister Woschnack, ich danke Ihnen recht herzlich für den Einblick, für die sehr konkrete Beantwortung der Fragen, auch für das quasi erste Experiment des Webinars.
Ich danke dem Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, dass sie so ein innovatives Format machen. Ich danke Ihnen zu Hause, oder zu Hause ist so Fernsehsprache, Ihnen vor dem Bildschirm, wo immer Sie sind, dass Sie teilgenommen haben. Möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass Sie das Webinar ab morgen auf der Webseite immowebinar.at, also www.immowebinar.at, nachschauen können, also sich das Ganze auch nochmal anschauen können als Video. Sie können die Unterlagen dazu runterladen. Weiters habe ich noch einen Hinweis für das bereits nächste Webinar. Es findet am 5. April statt und das Thema wird sein Wohnrechtsupdate. Magister Christoph Kotbauer wird da der Experte im Studio sein. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wie gesagt, Anregungen, Kritik gerne in das Feld, wo Sie jetzt die Fragen gestellt haben oder auch über die Kontaktmöglichkeit auf der Webseite von ImmoWebinar. Und ja, freue mich, dass das so glatt läuft und ein Webinar finde ich eine großartige Idee. Danke an alle nochmal. Schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen.